Ja, und nach diesem mittlerweile neuen Intro, was ich dem Yannick zu verdanken habe, begrüße ich euch recht herzlich zu Let's Play Together The Forest und dazu auch den Yannick. Hallöchen, Yannick! Ja, moje! Ja, es ist endlich soweit, ne? Ja, endlich hat das Spiel endlich mal einen Koop-Modus. Richtig, ja, The Forest, bekannt. Vor einem halben Jahr, glaube ich, rausgekommen, das Spiel, wenn ich mich nicht irre. Ich habe keine Ahnung mehr. Kann auch sein, oder zumindest im letzten halben Jahr ist das Spiel definitiv rausgekommen. Und es war ja auch lange so, dass es hieß, naja, Multiplayer erst ab der Beta-Version. Und wir befinden uns ja nach wie vor im Alpha-Patch. Stufe 10 müsste das jetzt sein, ne? Ja, das ist Patch 10. Und ja, und damit ist auch der Multiplayer. Der gar nicht 9 ist das. Ach, der 9. Nein, das ist halt der 9. Aber jedenfalls, doch früher ist der Multiplayer-Patch an den Start gekommen, als von den Entwicklern vorgesehen. Und da schon mal ein ganz großes Danke und klasse. Ja, das stimmt. Ja, es hat sich ja einiges getan in The Forest. Viele neue KI-Leute, Tiere, Gegner. Es gibt da zwei, ich sag jetzt mal hier, Ureinwohnerklassen. Die normalen Ureinwohner und die Kannibalen, die grundsätzlich immer Hunger haben und alles necken, was sich ihnen in die Quere stellt. Mhm. Und wir müssten ja rein theoretisch unseren Sohn suchen, den wir einfach mal im Intro gekonnt übersprungen haben. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt geht, den Sohn schon zu finden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das letzte Mal die Version gespielt, das war, glaube ich, die 006er. Und habe ehrlich gesagt auch nicht so groß im Blick, was auch hier mittlerweile geändert wurde. Also ich weiß, dass man noch Waffen upgraden kann, ein bisschen patchen kann und ja, ich habe auch keine Ahnung. Ja, du hast das Spiel, glaube ich, das letzte Mal richtig zur 001 gespielt, also wo das Spiel frisch rauskam. Ganz genau. Und ja, du musst dich mehr oder weniger auch wieder quasi neu in dieses Spiel reinfinden, ne? Boah, da ist ein Reh gespawnt. Drauf! Ja, töte es, aber ich glaube, man kann damit noch nicht viel anfangen. Nein, man kann es nicht. Gib mir deine Eingeweide. Guck mal, hier ist ein Haus, wo wir uns Seile holen können. Ah ja, sehr schön. Die brauchen wir für einen Bogen unter anderem. Ja. Und auch mittlerweile für die Steinaxt. Und da hätten sie sich so einen dämlichen... Was ist denn das dann? Kannibalen habe ich doch da gerade irgendwo rumtanzen sehen. Oh, ich weiß es nicht, aber da wir jetzt zu zweit sind, haben wir den doppelt so schnell kaputt. Richtig. Und du kannst mir sagen, was du willst, aber die Charaktere, die sehen aus wie du. Ich kann mir da nicht helfen. Noch so ein schönes Hoppercap auf und ja. Obwohl ich ja nicht mehr so lange Haare habe. Nicht mehr, nee. Aber hast du dein Vollbart noch? Ja. Den versuche ich immer da abzubehalten. Das ist total geil. So, okay. Hängt noch ein Seil. Ach, sehr schön. Ich glaube, bis zu 3 kann man maximal tragen, wenn ich mich nicht irre. Und, warte mal. Holz? Ah, okay. Neben Stock und Stein brauchen wir auch noch das Seil, um uns quasi eine Steinaxt zu craften. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Ja, aber ich weiß gar nicht. Okay. Ist die Steinaxt jetzt besser als die normale? Ja, ein bisschen. Also zumindest zum Hacken, ja. Aber zum Kämpfen. Oh Gott. Ich hab dich aus Versehen geschlagen, oder? Ja, das kann gut sein. Macht nix. Nehme ich einfach mal ein bisschen Medizin hier. Ja, ich nehme auch mal was zur Sicherheit, weil irgendwie geht das nicht hoch. Okay. Das ist ja, lag sogar noch ein bisschen Medikram rum. Hier auch. Aha. Und Alkohol. Ich glaube, Alkohol kann man gar nicht mehr trinken. Wenn ich mich nicht irre. So, ich würde mal sagen, wir suchen uns mal. Kann man Alkohol trinken? Mhm. Ah, okay. Aber macht der überhaupt was? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, Survival! Wie beim Gronkh. Tja, Gronkh, der Typ, der das, glaube ich, von der deutschen Let's Play-Szene am intensivsten gezockt hat und gesuchtet hat. Ja, ich glaube auch. Ja, ist eigentlich zu einem Stand schon über 100 Parts raus, wo man sich eigentlich denkt, ja. Ne? Aber das war auch der Grund, warum ich mir das Spiel damals gekauft hatte. Ja? Ja, ich habe das bei ihm im Let's Play gesehen und dachte mir, yo, Minecraft für Erwachsene? Das muss. Und ich habe auch dieses wunderschöne Gefühl dabei, so wenn man die Eingeborenen zusammenfaltet, dass man dabei so richtig schön Stress abbauen kann. Ja, also das muss ich schon mal sagen, von uns beiden werde ich garantiert der Spieler sein, der ein bisschen aggressiver zu Werke geht. Ja, das kann gut sein. Au! Ich treffe dich immer in meinem Schwung. Total geil.
Oh Mann, also die maximalen Steine habe ich schon am Start. Und, oh Gott, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier lang gehen und rauskommen. Ja, keine Ahnung, ey. Ja, also ich habe ja wie gesagt, ach ja, okay. Das hier ist eigentlich auch kein schlechter Spot. Hier ist eigentlich schöne, große, fette Wald, ich wollte schon sagen Waldfläche, Freifläche. Ich finde aber, man ist ja nur so ein bisschen so doof abgelegen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir auf der Map sind. Okay. Ich habe die auch gar nicht mehr im Kopf. Du das weißt, weiß Shift ist Sprinten, ja, mein ja, Freund? Das weiß Okay. ich. Ja. Ich sag dir alles. Ja. Also Blättern, das alles, das sammelt so ja eigentlich mehr oder weniger beim Fällen der Bäume ja automatisch mit. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich nie genug Blätter hatte. Echt, also davon habe ich immer genug. Oha, waren ja schon immer eingeborene Häuser. Stimmt. Hier ist ein See. Und ich glaube, der See müsste dir auch bekannt vorkommen. Ich habe keine Ahnung. Nee, der ist es nicht. Ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus. Hier sind noch Seile. Ah ja. Zwei Stück. Ich muss mal gucken. Ah ja. Vielleicht crafte ich mir... Ah, guck mal, was hier liegt. Hier liegt eine... Dings, hast du wahrscheinlich schon aufgenommen. Warte. Hier so eine Platine. So, ne, hab ich gar nicht gesehen. Ist ja bei mir irgendwie auch gar nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Das Itemsystem, ich glaube, Multiplayer, das ist noch ein bisschen, oder lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. So. Aber okay. Oh, wir werden verfolgt. Ehrlich? Da ist, ja, da ist ein, Ein Olobani. Ja, das ist ein Olobani, wie du sie immer nennst. Okay, ich würde mal sagen, wir sprinten mal ein bisschen. Ich möchte ganz gerne an die Küste. Alles klar. Das hat so mehrere Vorteile, mal an die Küste zu gehen. Zum einen habe ich da mehr Orientierung und zum anderen, es ist da einfach besser zu bauen. Da ist der Boden ebener. Und, ich möchte Federn craften. Oh ja. Oh oh. Hallo, Schönheit. So, die will nicht mehr. Oh Gott, was ist denn mit dir passiert? Du hast sie rasiert. Ja, ist das bei dir auch so? Ja. Ja, das hatte ich, wo wir vorhin mal eine Testaufnahme gemacht haben und du hast das Vieh erschlagen, war das Vieh bei mir auch rasiert. Mit deine Zähne und deine Arme und Beine. Ja. Hier vorne ist noch ein See, mal gucken, ob wir da einen Speer finden. Ja, das ist natürlich, ich glaube, das ist hier auch der Platz, wo der Gronkh sich am liebsten niedergelassen hat. Ich sehe irgendwo keinen hier. Speer. Hallo, Ilea. Doch, hier. Doch, da ist, hier ist einer. Und hier sind Fische. Ein Hasen und ein Lurch habe ich schon abgemetzelt. Ja, ich habe zwei Lurche und... Na, erstmal. Oh Gott. Also bei mir schwimmen ja die Fische ja sowas von kaputt im Wasser. Sehe ich. Oh Mann. Ich habe eine Brenn. Ich glaube, ich bin voll dumm, die zu sehen. Ich sehe sie, aber... Meiner ist irgendwie zu doof. Ja doch, jetzt habe ich einen. Sehr schön. Nein! Nicht schon wieder! Was? Wieso bist du weg? Ich verstehe es nicht. Dabei hast du doch gehostet. Ja, ich verstehe es nicht. Warum? Oh, warum? Ich habe keine Ahnung. Kannst du jetzt hier joinen? Ja, das will ich mal. Ich habe Standbild, ey. Vielleicht muss ich das Ding auch auf Vollbild mal umstellen. Ich weiß nicht, warum der bei mir jedes Mal so abkackt. Ich höre dich auch noch nach wie vor. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, willkommen und freiwillig zurück zu The Forest, neue Aufnahme. Nachdem vorhin mein Spiel einfach abgeschmiert ist und ich hoffe nicht, dass es an meinem Aufnahmeprogramm liegt und die Bandycam soll sich echt zusammenreißen, würde ich mal sagen, wir versuchen es doch jetzt noch ein weiteres Mal. Ja. Das wäre... Und wir sind direkt an der Küste. Ach, das ist sehr schön. Andernfalls, Alter, ich reg mich so auf. Vielleicht liegt das auch an dem Fenstermodus, den ich hier die ganze Zeit eigentlich praktiziere, weil ich mehr so ein Freund vom Fenstermodus bin. Kann ich nicht verstehen. Das ist, naja, das ist Macht der Gewohnheit. Ja, das hast du ja früher schon getan. Richtig, bei sämtlichen Spielen eigentlich.
Oh, und ich hoffe, das passt. Ah. Nee. Wenn nicht, dann müsste ich auf Fraps zurückgreifen. Aber wenn ich Fraps nehme, Alter, dann kann ich ja die... Oh, kann ich mir ja gleich drei neue Festplatten einbauen. wo bist du, mein Freund? Ach, da bist du ja. Ja. Ja, das ist fast perfekt, würde ich mal sagen. Hier an der Küste. Ich, meine Frage wäre, wollen wir gleich hier bleiben? Oder wollen wir ein Stück, ja, welche Himmelsrichtung ist denn das? Hier nach rechts laufen. Ach, den Spot kenne ich sogar noch. Hast du die auch mal gebaut? Ja. Ah, okay. Aber nicht so gut. Da hinten auf, ja, was weiß ich, diesem Plateau oder was. Da ist auch noch so ein Todesbaum oder nicht. Richtig, genau. Hingehen. Genau, da gehen die meistens immer hin. Beziehungsweise, ich würde sagen, komm doch einfach mal mit, boah. Jo. Denn ich weiß, wo wir uns zumindest erstmal einen Speer angeln können. Mhm. Und, ich würde dir auch meinen Spot zeigen, wo ich ganz gerne bauen möchte. Also du hast definitiv recht. Hier ist definitiv der, ich weiß gar nicht, ja, der heilige Baum des Lebens. Oder schlag mich nicht tot, oder schlag mich tot, was das da für einer ist. Aber ich glaube, das war der des Lebens, wenn ich ihn Gronkh richtig verstanden habe. Wobei der manchmal auch nicht so recht Ahnung hat, was er spielt. Oh, da ist die Yacht. Ja, da ist die Yacht. Guck mal, jetzt ist die da platziert. Das haben die mittlerweile wohl auch in den Griff gekriegt, boah. Na, sonst ist die immer bloß links oder rechts hier von der Küste gewesen, aber jetzt scheint die aber auch tatsächlich random irgendwo im Wasser zu liegen. Gibt's nicht auch Heil? Ja, gibt es auch. Das heißt, wenn ich da jetzt hinschwimme, sterbe ich. Unter Umständen, ja. Das kommt jetzt ganz drauf an, wo die Viecher sich niedergelassen haben. Warte mal, ich möchte mal wissen, ob sie da auch schon mal was gefixt haben. So, ich schmeiß jetzt mal einen Stein nach dir. Ja, offensichtlich habe ich daneben geworfen. Guck. Das bei den Möwen ist nämlich so geil der Vorteil, das habe ich am letzten Part versucht, glaube ich, schon mal anzusprechen, warum ich ganz gerne an der Küste bauen möchte. Wenn du, wo eine Möwe ist, taucht meistens ja gleich ein ganzes Rudel auf. Guck mal, da ist eine Troller. Richtig, wollen wir die abmurksen? Ich weiß nicht. Oh, dann gehen wir weiter. Ja. Gut. Also am Anfang ist das bei mir meistens so, da bin ich immer ein bisschen defensiver. Und das eigentlich auch so lange, bis es entweder dunkel wird oder ich mein Hoheitsgebiet schon markiert habe. Da ist eine Cave. Meinst du die Höhle hier? Ja. Mhm. Da müssen wir auch mal reingehen. Also die Höhlen selber habe ich bis jetzt eigentlich noch gar nicht erforscht. Ja, ich nur, wie gesagt, in der ersten Version, als da noch diese Tentakelviecher und alles verbuggt waren. Und die dich nicht angegriffen haben. Ja, und dann noch dieses, was weiß ich, dieses komisches Monster da, wo irgendwie vier Frauen dran geklebt wurden. Der Muschiklaus! Ja. Ich würde sagen, dann nehmen wir doch am besten das Vokabular von dem Gronkh oder was. Ja. Ich weiß ja nicht, ja, er hat ja eigentlich das Spiel bis jetzt am meisten performt im deutschsprachigen Raum, wenn ich mich nicht irre. Das ist einfach mal so 100 Parts und das in der Alpha. Ja, das stimmt. Das ist, ja, auf jeden Fall. Und ich sehe, ich glaube, es sind auch neue Dörfer hinzugekommen. In dieser Version. Also ich sehe hier hinten auch schon wieder so ein... Oder ist das ein Stein? Das ist ein Stein? Ach, ich dachte, das ist ein Zelt. Gut, dann will ich nichts gesagt haben. Okay, ich finde die Location relativ gut zum Bauen. Mhm. Und ich würde doch einfach mal sagen, lass uns hier an der Küste... Oh, Lurch. Lass uns hier an der Küste doch einfach bauen. Ja, können wir machen. Okay. So, bauen über B, dann rufen wir quasi mehr oder weniger unser Survival Book auf und dann haben wir hier einmal eine Möglichkeit, uns Feuerplätze zu bauen, Häuser, auch Baumhäuser, dann Sachen zum Ablagern. Wir können uns auch selber hier mittels Wallkonstruktion eigene Hausanlagen zusammenbauen, aber das Bausystem finde ich nicht so praktisch. Was haben wir hier noch? Verteidigungsanlagen. Custom Foundation. Ach, das ist neu, das Ding hier. Oha. Kenn ich gar nicht. Wegweiser. Holzpfad. Ach Gott. Eine Bank und ein Pavillon. Fallen. Ich weiß, ich hoffe mal, dass sie die Fallen endlich mal auch ein bisschen ausgereift haben. Und hier dieses Drying Rack. Das finde ich sehr praktisch. Da kannst du dein Futter aufhängen.
musst zwar einen Tag warten, bis du es konsumieren kannst, aber dafür wird das Essen da nicht schlecht. Du kannst so viel Essen da reinballern, bis zum geht nicht mehr. Boote, Effigies zum Vertreiben der Ureinwohner und naja. Das mal zum bisschen im Schnelldurchgang. Ja. Hast du dir eigentlich rein theoretisch schon was hingesetzt? Ja, noch nicht. Na, ich bin mal gespannt, wie die Bauengine hier funktioniert. Ich guck mal. Ach Mann. Ach, wir können ja bloß. Echt, wir können bloß drei Sachen tragen. Siehst du den Lorch hier bei mir? Ja. Möchtest du den Lorch haben? Nee, hier liegen schon drei ohne Haut rum, weil ich keinen mehr tragen kann. Das ist so, du auch. Ja, ich würde sagen, da wird es mal höchste Zeit, dass wir was bauen. So, ich hab da mal was hingestellt. Ja. Das Ding finde ich. Keine Ahnung, was das ist. Das ist so eine kleine Kabine, die finde ich sehr praktisch. Weil du die schnell bauen kannst. 13 so eine Baumstämme, das geht. So, ich baue mir doch da auch mal eine hin. Oh Gott, jetzt kommt der spaßige Teil. Baumfällen. Jawohl, ja. Das Spiel, was am abartigsten ist. Ah, sehr schön, es wurde auch wieder ein neuer Sound hinzugefügt. Ja, ich meine auch beim Fallen des Bäume, des Baumes. Ja. Und ich muss sagen, echt, diese Entwicklerfirma, ja, das sind glaube ich 4 Mann, die hier daran arbeiten. Und was sie in den letzten Monaten eigentlich geschafft haben bei dem Spiel, das ist so unglaublich. Oh, noch perfekt gefallen. Ja, das ist. Meiner hat's weniger gut gemacht. Also wenn ich mir da so das Entwicklerteam von DayZ Standalone angucke, was die da mit dem Spiel machen, das ist ja. Da möchte ich ja nichts zu sagen. Ja. Ja. Und die hier sind zu viert und oh, was da alles gemacht wird. Und wie viel Patch hier kommen, das ist ja. Hut ab. Der nächste Hut ab. Patch dauert zwar wieder fast einen Monat. Aber hey. Ja gut, ja. Ja, Anfang Dezember kommt da raus. Ja, richtig. Und da bin ich mal gespannt, was gefixt wird. Vielleicht eine Möglichkeit, dass man auch Multiplayer speichern kann. Also ich glaube, das ist ja nach wie vor nicht drin. Ne? Ja, ich denke mal, in dem Patch-Notes stand, dass sie an dem Problem arbeiten.